Ja, wie triffst du deine Entscheidungen, Julian? Wie gehst du da vor? Also A, zu langsam. Also ich gehe meistens zu langsam vor mit Entscheidungen und vor allem dann mit der Umsetzung. Das ist eines der Dinge, woran ich sicherlich arbeiten möchte. Aber man braucht ein gutes persönliches Fundament, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und ich bin von Natur aus ein eher langsamer Mensch. Okay. Und von daher kann ich jetzt auch nicht das komplette Gegenteil von meiner Natur tun. Das wird dann auch wieder schwierig, weil ich es dann nicht persönlich einhalten kann. Aber daran möchte ich arbeiten, dass das schneller geht. Und Entscheidungen, also manche Entscheidungen, glaube ich, gehen einfach ganz schnell, weil sie einfach logisch sind und weil man einfach sagt, das ist jetzt eine logische Konsequenz. Und dann gebe ich das einem Mitarbeiter ab und sage ab sofort dies, das, jenes. Und dann versuche ich das nur so ein bisschen zu kontrollieren. Aber ich bin so relativ, also ich versuche wirklich Dinge immer loszulassen und in der guten Hoffnung, dass meine Mitarbeiter oder Mitmenschen, je nachdem, ob das jetzt eine berufliche oder private Entscheidung ist, dass die das verantwortungsvoll mittragen. Meine Mitarbeiter wissen das auch alle, dass ich extrem viel Eigenverantwortung voraussetze, dass ich deswegen auch jegliche Fehler zulasse und auch nicht weiter kommentiere. Und das gibt denen dann auch die Freiheit, wirklich mutig daran zu arbeiten. Entscheidungen, wie treffe ich Entscheidungen? Also ich treffe Entscheidungen auch selten nach finanziellen Risiken oder so, weil mir das nicht so wichtig ist. Das liegt daran, dass Geld bei mir keine Priorität ist. Und wenn ich davon viel verliere, ist das für mich nicht schlimm. Also ob ich da jetzt 1.000 oder 1 Million auf dem Konto habe, ist bei mir der gleiche emotionale Zustand. Also von daher hängt es nicht so sehr von den Finanzen ab oder von den Verlustrisiken. Sonst helfen mir auf die Sprünge, wenn ich noch irgendwie Ja, nein, ein ich finde das bisschen. wunderbar. Ich lausche dir ganz gebannt. Die Frage habe ich vorher noch nie bekommen, finde ich interessant. Ja, okay, darum schicke ich auch meine Interviewfragen, schicke ich einfach nicht vorher, weißt du, dass man das nicht vorbereiten kann. Ich liebe das Spontane, weißt du? Das macht es einfach lebendig. Was ich ganz cool finde, ist, du bist so authentisch, ja. Weil es gibt einfach Leute, die tun immer so, als hätten sie alles im Griff, ja. Und ich finde das einfach schön, authentisch sein. Das macht auch irrsinnig charismatisch. Ja, ich kenne das auch mit Entscheidungen. Und was mir da sehr geholfen hat, ist ganz einfach, ich frage mich immer, führt mich das zu meinen Zielen oder führt es mich von meinen Zielen weg? Okay, ja. Alles, was mich zu meinen Zielen führt, das mache ich. Alles, was mich wegführt, das lasse ich ganz einfach. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen anders, Ehrlich? indem Okay. ich, ja, indem ich manchmal sage, ich bin auch offen für Dinge, die vielleicht bisher gar nicht geplant waren oder so Jawohl, etwas. Weil ich einfach, also ich bin ein Erlebnismensch, also ich möchte gerne Dinge erleben. Weißt du, wenn ich so einen Jahreskalender habe, wo so jeder Tag drauf ist, dann möchte ich möglichst viele Kästchen haben, wo man sagen kann, da habe ich etwas Neues erlebt, da habe ich etwas Neues erlebt, da habe ich etwas Neues erlebt. Und viele erleben einfach immer wieder dasselbe. Und das wäre mir einfach zu langweilig. Ich mag so diese Abwechslung. Und deswegen mag ich es oftmals auch mal in ein Projekt einzusteigen oder in eine Idee oder so etwas, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe, was mich theoretisch meinem konkreten Ziel vielleicht gar nicht näher bringt. Okay. So, es kann so über Umwege, kann es natürlich immer sein, aber ich mag es einfach, durch neue Dinge auch neue Menschen kennenzulernen oder andere Berufsgruppen, die ich vielleicht vorher nie kennengelernt hätte. Und vielleicht natürlich aber auch mal Gewinnchancen zu nutzen, die man vielleicht sonst verpasst hätte, etc. Und einfach Erfahrungen zu haben. Also Ja. ich find das toll, durch unsere Marketingfirma damals. Die gibt es aber auch immer noch, ich sage jetzt damals, weil wir damit nicht mehr so aktiv auf Ja. Kundenfang sind. Habe ich auch mit vielen Branchen zusammengearbeitet, ob es Logistik war oder. Und kann dadurch heute auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch kommen und kann auch mitreden. Und ich finde sowas bereichernd. Ja, sehr schön. Öffnet einfach den Horizont. Cool. Ja, guter Thema, ja. Ja. Ich finde das so geil, wie du das gesagt hast, wenn ich so meinen Kalender anschaue. Und ich finde das schön. Auch meiner muss einfach bunt sein. Ganz, ganz viel on the way. Ganz, ganz viel erleben. Und das ist einfach erfüllend. Dann hast du echt das Gefühl, du lebst, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Klasse. Wie verbringst du deine Freizeit?
Oder ist alles schon Freizeit? Ja, nein, also ich betrachte ja das, was ich tue, bin ja einer der wenigen Glücklichen, die das wirklich einfach aus Liebe tun. Ich habe das ja vorhin gesagt, ich mache das nicht in erster Linie wegen dem Geld oder so etwas, weil ich davon leben muss und so, sondern einfach, weil es mir riesige Freude macht. Mhm. Und das, was mir keine Freude macht, das mache ich in der Regel auch gar nicht. Und von daher Freizeit sieht bei mir sehr ähnlich aus. Das heißt, ich lese sehr gerne. Ich werde ja immer regelmäßig mit großartigen neuen Büchern versorgt. Und ich treffe mich sicherlich auch gerne mit anderen Menschen, also mit anderen Menschen zu sprechen und mal in andere reinzuhorchen. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Aber natürlich, klar, sitze ich abends auch einfach mal irgendwo und bewege mich nicht mehr und guck irgendwie mal so ins Feuer, so wie wir Männer das dann mal tun, irgendwie mal, wie heißt das hier, mal House of Cards oder irgend sowas gucken, etc. oder irgendwelche Comedies, klar. Ja, schön. Also auch fließend das Ganze, oder? Ja, was ich gerne mache, was aber jetzt nicht so wirklich Freizeitbeschäftigung ist, aber das schaffe ich immer wieder während des Alltages, dass ich einfach in einem schönen, guten Café oder Hotellobby sitze und einfach so ein bisschen mich selbst genieße. So, ne? Also, dass ich dann mit mir selbst da bin und vielleicht eine Zeitung in der Hand habe und einfach so ein bisschen die schöne Umgebung, einen schönen Espresso genieße. Das mache ich auch gerne. Ey, das finde ich so wichtig. Du hast schön gesagt, nicht nur die Jagd nach Geld, was so viele haben, weil viele tun Geld total überbewerten, ja. Jagen danach an Geld und das Geld ist immer schneller. Geld kannst du nicht jagen, keine Chance. Geld ist das Produkt von den Dingen, die auf dich zukommen, wenn du anderen Menschen einen hohen Mehrwert bietest, ja. Dann passt das. Und ich finde das schön. Ich liebe das auch. Schöne Hotels, schöne Cafés, einfach zu chillen. Und wie du sagst, sich selber zu zelebrieren, sich selber zu genießen, ja? So den Moment. Das finde ich ganz, ganz klasse. Ja, was machst du, damit du glücklich bist? Wenn ich was? Was machst du, damit du glücklich bist? Und was sind so deine Glücksmomente in deinem Leben? Also das habe ich jetzt eigentlich schon fast aufgezählt. Also ja. Glück ist absolut das zu machen, was ich da jeden Tag mache. Wenn mir das jemand verhindern würde, dann wäre ich da sehr, sehr unglücklich drüber. Wunderbar. Und also das heißt, in dieser Medienbranche zu arbeiten, neue Dinge auch natürlich zu entwickeln und zu erfinden und mit interessanten Menschen zu sprechen, ist eine der größten Bereicherungen überhaupt. Ja. Und ich würde sagen, und das andere... Also Glück ist für mich vor allem Dankbarkeit. Also für mich, wenn ich morgens aufstehe und sage, guck mal, jetzt kann ich wieder auf meinen zwei Beinen stehen, jetzt habe ich wieder hier meine Fingerchen und kann gucken, sehen, hören, schmecken, fühlen und so weiter. Das ist einfach schon mal ganz, ganz großartig und unterscheidet uns ja auch von vielen anderen, die das Glück nicht haben. Und ich glaube, diese Dankbarkeit ist wichtig. Dann kommen noch die ganzen anderen äußeren Dinge dazu, wie eine Beziehung und so vielleicht ein schönes Haus zu haben und so weiter und so fort. Also diese ganze Dankbarkeitsschiene ist für mich extrem wichtig, weil ich glaube, je dankbarer man ist, je mehr bekommt man auch davon, je mehr zieht man das auch an, weil man es verdient hat, weil man dankbar dafür ist. Und dann gehören aber auch diese Momente in Cafés oder so dazu, dass man einfach so ein bisschen die Ruhe genießt, so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt, vielleicht auch wieder auf neue Ideen kommt, kreativ sein kann. Also ich bin sehr gerne kreativ. Und das gehört für mich zum Glück dazu. Ja. Und einfach selbstbestimmt zu sein. Ja? Also ich bestimme, was läuft und sonst niemand anderes. Wow, ich wollte es einfach nochmal gehört haben, weil auch da sind viele auf der Jagd nach Glück. Ja, ich möchte auch mal glücklich sein. Ich möchte auch mal glücklich sein. Und wenn ich das und das habe, bin ich glücklich, ja. Und ich finde, das ist so gefährlich. Das ist ganz schlecht, ja. Ja. Weil wenn du es dann hast, dann merkst du, ey, das macht mich auch nicht glücklich, ja. Und ja. Du hast es so schön gesagt, der wichtigste Schlüssel ist wirklich tiefe, tiefe Dankbarkeit, jeden Tag, immer wieder, weil das macht dich glücklich, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, Julian, was war der schlimmste Moment in deinem Leben und wie bist du da rausgekommen? Der schönste? Schönste. Der schönste war der schlimmste. Der schlimmste.
Der schlimmste Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der schlimmste Moment. Also ich frage halt auch aus dem Grund, weil es gibt so viele Leute, erlebe ich immer, die sagen, ja, ja, hättest du das als Schlimme erlebt, was ich erlebt habe, dann würdest du auch anders das sehen. Und jeder Mensch hat irgendwo Momente gehabt, die einfach dunkel waren in seinem Leben, ja. Und dann da rauszukommen, und das geht es mir ganz einfach, ja. Schlimmste Moment. Ich erinnere mich tatsächlich nicht an einen, nicht an einen schlimmsten Moment. Es gab mal eine Unternehmenskrise sozusagen, die mich bedrückt hat. Ja. So, ich habe zwar nicht erlaubt, dass die von mir Besitz ergreift sozusagen, aber in jeder Unternehmenskarriere und jeder, der was anderes behauptet, der lügt, kommt diese Phase, wo auf einmal ein externer Einfluss auf dich kommt, den du in Anführungsstrichen nicht kontrollieren kannst und der dich bedroht sozusagen. Und dann alle 7 Sinne beisammen zu behalten und zu sagen, okay, wir alle wissen, so etwas kann passieren und so ein Druck kann entstehen und so eine Krise kann entstehen. Jetzt in diesem Moment entscheide ich darüber, ob das eine Niederlage wird oder ob das eine Krise oder eine Herausforderung ist. Und ich habe mich immer für Herausforderung entschieden und eine Herausforderung kann man annehmen und kann man auch meistern. Und da gehört natürlich viel Energie dazu. Und da gehört vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, für viele das Schwierigste, da gehört dann positive Energie dazu. Und dieser Faktor, der mein Unternehmen sozusagen bedroht hat, der war für mich eigentlich eine Triebfeder, das Unternehmen noch viel größer und erfolgreicher zu machen, sodass mir dieser äußere Einfluss gar nichts mehr anhaben kann oder mich weniger tangiert. Und wie gesagt, ich habe zum Glück relativ wenig Verlustängste. Also wenn ich was verliere, dann baue ich es mir halt wieder auf. Ist auch nicht so schlimm. Da mit dem Gedanken muss man einfach auch mal sich anfreunden, weil dann hat man auch ein bisschen weniger Panik. Weil Panik ist kein guter Berater. Der macht alles nur noch schlimmer. Also von daher bin ich dadurch daraus gekommen zu sagen, ich kann mich nur nach vorne konzentrieren. Und das ist ein gemeinsamer Nenner, den die meisten super Erfolgreichen gemeinsam haben. Sie konzentrieren sich zu 90% auf die Lösung und nur zu 10% auf das Problem. Das heißt, Problem, okay, akzeptiert, hab verstanden und ab jetzt wird nicht mehr über das Problem, sondern nur noch über die Lösung gesprochen und daran gearbeitet. Und so sind wir da auch rangegangen und es hat ausgezeichnet funktioniert. Es hat das Unternehmen damals auf ein ganz neues Level gehoben. Und von daher bin ich auch für Herausforderungen sehr, sehr dankbar. Ja, sehr, sehr gut. Auch das kann ich nur bestätigen. Ja, es gibt es immer wieder im Leben. Und ein Problem heißt ja pro für. Und ich sage halt einfach, ich habe eine kleine Störung, das ist eine Herausforderung. Und danke, danke sagen für Herausforderungen, das ist so der erste Schritt. Genau, was du sagst, akzeptieren und dann nach vorne schauen, was ist die Lösung? Was sind meine Learnings daraus? Und jedes Mal, wenn ich sowas hatte, habe ich Learnings gehabt, die mich auf den nächsten Level gebracht haben. Sehr schön, danke dir. Was war dein schönster Moment in deinem Leben? Du sagst, boah, das war der geilste Magic Moment, den ich da jemals erlebt habe. Du hast natürlich viele und dann ist es natürlich schwierig, aber vielleicht gibt es einen. Also ich würde mal zwei glücklichste Momente auf eine Stufe stellen. Mhm. Der erste von der Chronologie her war, als ich sozusagen aus meiner Ausbildung raus war, als ich der letzte Tag, der Einstieg ins Auto und sagen, so, jetzt fahre ich in meine Freiheit sozusagen. Das war einfach unverwechselbar, das war großartig. Mhm. Und also diese Selbstbestimmtheit zu 100% wiedererlangt zu haben, das war großartig. Und der zweite war vor anderthalb Jahren, als ich meine Frau geheiratet habe, nach langer, langer Zeit. Also wir waren sehr lange verlobt. Sie kennen uns ja schon fast 10 Jahre. Und das heißt, sie hat da viel Geduld bewiesen. So, aber es lag halt daran, dass ich gerne so eine Hollywood-Hochzeit wollte. Und dafür musste ich auch sparen und so weiter. Und aber diesen Traum wollte ich mir dann auch erfüllen mit Schloss und
alles komplett und weiße Stühle und draußen und drinnen und 3 Tage lang und so. Ne? Das war toll. Das war super. Diese beiden Momente würde ich jetzt mal so auf eine Stufe stellen. Wow, hammermäßig. Gänsehaut-Feeling. Gibt es die Fotos irgendwo öffentlich auch von deiner Hochzeit? Es gibt, glaube ich, ein Bild auf Facebook. Meine Frau, die mag das nicht so, dass sie da irgendwie mit in der Öffentlichkeit ist. Deswegen gibt es da nicht so viele. Okay, weil ich kriege das so oft mit, dass für viele ist Hochzeit etwas Wundervolles und ich finde das so schön, wie du sagst, sparen und dann erfüll dir einfach deine Träume. Ja, das finde ich wunderschön und der Weg in die Freiheit, ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ja. Das ist absolut magic. Du hast vorher noch sehr schön gesagt, wer einmal weiß, wie es geht, der kommt ja auch immer wieder aus jeder Krise heraus. Und darum ist ja auch ganz wichtig, lernen der Erfolgsmechanismen, ja. Sehr, 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 sehr entscheidend. Was sind so für dich die wichtigsten Erfolgsmechanismen? Nebst immer wieder aufstehen, Durchhaltevermögen an den Tag legen. Also ich glaube grundsätzlich, dass Erfolg viel komplizierter ist, als die meisten glauben. Und ich glaube auch, viele Trainer laufen draußen rum und sagen, Erfolg ist leicht. Und also meiner Meinung nach wirklicher Lebenserfolg, eine der schwersten Aufgaben, die du erreichen kannst auf der Welt. Also das heißt, dass du in deiner Familie perfekt bist, dass du Gesundheit perfekt bist, finanziell perfekt bist, mit dir selbst, spirituell und so weiter, beruflich. Also da gehört schon ganz schön viel dazu und da gehört jahrzehntelanges Lernen und Besserwerden dazu und Exerzieren dazu. Und aber natürlich gibt es, glaube ich, einige grundsätzliche Sachen. Also grundsätzliche Sache ist natürlich Mut zu haben, überhaupt einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht irgendwie stehen zu bleiben und zu sagen, so, hier bleibe ich und hier fühle ich mich wohl und so weiter. Ich glaube, Zufriedenheit ist kein Förderer für Erfolg, sondern nur Glück. Also ich unterscheide diese beiden tatsächlich und sage, Glück ist eine Grundeinstellung und die sollte jeder haben. Aber Zufriedenheit ist etwas, was einen stehen bleiben lässt. Und dann natürlich, wo will ich hin? Und das auch versuchen, in kleine Schritte zu verpacken, damit ich mir das besser im alltäglichen Leben vorstellen kann. Weil wenn ich sage, bis zum Ende des Jahres muss ich das und das erreicht haben, ist es nicht dasselbe, als wenn ich sage, ich muss jeden Tag, sagen wir mal, 3 Anrufe machen oder wie auch immer. Das lässt sich einfach besser verpacken. Und ich glaube auch, wie du vorhin selber schon sagtest, jeder braucht so ein paar Mentoren oder Weisheiten, an die er sich halten kann, so, wo er sich inspiriert fühlt und wo er sagt, das ist so ein bisschen so mein Fixstern und an dem orientiere ich mich so ein wenig. Und klar, niemals aufgeben gehört natürlich auch zu diesem Thema dazu, das ist klar. Gerade wenn du aufgeben willst, stehst du eigentlich ja kurz vor dem Durchbruch. Genau. So, jeder kennt diese coolen Grafiken, wo dann jemand da mit seiner Spitzhacke die Diamantader fast gefunden hat und so weiter. Aber das im täglichen Leben dann umzusetzen, wenn wirklich alles schwer ist und alles gegen dich ist und alles irgendwie schwierig ist, dann zu sagen, so jetzt muss ich wieder einen Schritt machen und wieder einen Schritt machen und wieder einen Schritt machen, wie durch den Sumpf, das ist halt die Kunst, ne? Diese Energie dann aufzubringen. So. Und dafür brauchst du natürlich eine große Vision und zu sagen, das ist es mir einfach wert, auch einen hohen Preis zu bezahlen. Und dieser Preis kann halt manchmal auch wirklich sehr hoch sein. Ich meine, für manche ist ja vielleicht eine gewisse Zeit nicht so auf die Gesundheit zu achten oder die Beziehung an zweite Stelle zu stellen oder, weil einem einfach etwas anderes gerade doch wichtiger ist. Und die Ehrlichkeit muss man dann auch haben, zu sich selbst und auch zu anderen. Und zu sagen, das ist nun mal jetzt etwas, was mich wahnsinnig glücklich machen würde, wenn ich das erreichen kann. Also bitte akzeptiere das oder hilf mir oder wie auch immer. Und das ist mir jetzt mal gerade so spontan eingefallen. Oh, super, hammermäßig, bum, 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 eins nach dem anderen. Ja, das kann ich auch nur bestätigen, Erfolg, Leute wollen immer schnell Erfolg haben. Nein, Erfolg setzt sich genau das, was du gesagt hast, aus vielen, vielen Bausteinen zusammen und vor allem aus den täglichen Bausteinen. Es nützt nichts, wenn ich einmal im Monat, einmal im Jahr sage, so, jetzt gebe ich mal richtig Vollgas. Erfolg ist für mich ein lebenslanger Marathon, genauso wie Lernen. Long Life Learning, ja. Darum finde ich es auch so cool mit deinem Magazin und alles, was du machst. Da kannst du jeden Tag lernen und das möchte ich auch jedem sehr, sehr ans Herz legen. Ey, nehmt euch die Zeit, lernt jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag.
genau, was Julian sagt, wenn du jeden Tag dran bleibst, dann kommst du einfach voran, ja. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst, Ernst. Und ich glaube, der wird oftmals gar nicht genug betont, dass auch das Lernen auf täglich, also das war tatsächlich eine der ersten Disziplinen, die ich mir angeeignet habe mit 18. Also meine erste Disziplin zu sagen, ab jetzt werde ich jeden Tag in einem Buch lesen und mir ein Seminar zum Beispiel auf Audiokassette oder sowas anhören. Ja? Und heute gibt es ja Podcasts und so weiter, obwohl Podcasts, die meisten nur Gefasel sind. Irgendwie da hat man auch, muss man vielleicht den von dir nehmen und vielleicht einige andere wenige, die dazu taugen. Und, aber das auf wirklich täglicher Basis. Ja. Weißt du, wenn du dann nachts um eins nach Hause kommst und dein Learning noch nicht gemacht hast und dich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt nochmal ran. Weißt du, das ist die eiserne Disziplin, wo du dich dann selbst aber auch so glücklich fühlst, zu sagen, Mann, da unterscheide ich mich jetzt aber echt von 99% da draußen. Ja, sehr geil. Ich habe da ein wunderschönes Beispiel, das ich auch bei meinen Coachings oder bei meinen Seminaren, Vorträgen zeige. Ich sage immer zu den Leuten, ey, mach jeden Tag ein Hauptlearning, eine Sache. Dann hast du im Jahr 365 neue Learnings und in 10 Jahren 3650 und damit bist du schon fast im Genius-Bereich, ja. Weil alle anderen Menschen draußen machen es uns doch so einfach, oder? Weil die machen es ja nicht, ja. Ja. Und damit können wir uns sehr, 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 sehr leicht absetzen. Und ich finde das so geil, auch das kommt mir so bekannt vor. Abends überprüfe ich immer, ja. Und check einfach nochmal, und wenn mir noch was fehlt, ey, dann hole ich mir noch ein Learning rein. Ja? Und ich gehe mit dem Learning dann ins Bett. Und es ist einfach eine komplett andere Welt, ja. Und wir bezahlen einen Preis, wir bezahlen so oder so einen Preis, ja, ob wir es machen oder nicht machen, die Lebenszeit wird nicht mehr, sie wird immer weniger, irgendwann ist es vorbei. Schön ist, wenn ich einfach sagen kann, ey, ich habe mein Leben echt gelebt und zelebrieren, sehr, sehr schön und raus aus der Zufriedenheit, Dankbarkeit, ja. Da musste ich auch schmunzeln, ja, weil die Leute sagen, ja, man muss auch mal zufrieden sein, ja. Es gibt eine Zeit, wo man dann lange, lange genug zufrieden auf dem Friedhof sein können, ja. Also ich sage immer, Zufriedenheit, nehmen wir es raus, nehmen wir es auseinander, Frieden, Friedhof. Ey, aber wir sind doch mitten im Leben. Sehr, sehr schön. Bücher, was kannst du uns da empfehlen? Also ich habe ja vorhin schon drei ja genannt. Aber und so dein Hauptbuch, wo du sagst, boah, dieses Buch, das ist einfach so meine Bibel. Ja, also ich glaube, wie man Freunde gewinnt, sollte jeder Mensch einfach gelesen haben. Ja. Egal, ob er erfolgreich sein will oder nicht. Aber das sollte jeder Mensch, finde ich, gelesen haben. Und haben ja zum Glück auch wirklich sehr, sehr viele Sachen, Weltbestseller. Und dann kommt es immer, das hat mich letztens auch jemand gefragt, Mensch, hast du mal Buchtipps für mich? Ich sage, naja, ich habe 1500 Bücher gelesen und kann dir sicherlich vieles davon empfehlen. Aber es kommt ja darauf an, wofür willst du das gerade haben? Weil, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist lebenslanges Learning. Also für jeden Bereich kannst du 150 gute Bücher lesen. Ja. Und ich glaube aber grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel so diese Thematik Herausforderungen, Schwierigkeiten bewältigen, positiv denken, nach vorne gerichtet und so weiter, habe ich persönlich, und ich weiß, ich mache mich damit nicht nur beliebt, habe ich persönlich alle Bücher von Donald Trump gelesen, die extrem gut sind. Ja. Die hat er ja schon vor Jahrzehnten geschrieben. Und da steht ja im Guinness Buch der Rekorde für den größten finanziellen Turnaround von minus 10 Milliarden auf dann wieder plus 10 Milliarden. Mhm. Und weißt du, wenn 100 Banken jeden Tag an deiner Tür stehen und ihr Geld haben wollen, weißt du, dann lernst du mit Problemen und Druck umzugehen. Und gerade als Unternehmer musst du lernen, mit immensem Druck umgehen. Und da habe ich viel von ihm gelernt. Und auch dieses positiv nach vorne gerichtete und so weiter, weil er auch diese klare, harte Sprache benutzt. Und das funktioniert bei den meisten von uns sehr gut, diese klare Sprache. So, und dann... klar, dann gibt es noch so die typischen Jack Welch, Tom Peters und so weiter. Das ist auch immer eine schöne Lektüre. Hermann Scherer lese ich auch sehr gerne, ja, weil er so eine intellektuelle Herangehensweise hat. Was haben wir denn noch? Gut, so bei Prioritäten und so weiter ist Stephen Covey natürlich ungeschlagen.
mit seinen Büchern. Und das kann man dann in die Shownote reingeben. Ja, fällt mir zu viel ein. Ja, alles gut, aber ich musste so lachen. Ich habe das irgendwann in einem deiner Clips gesehen mit Donald Trump und ich sagte, ey, guck mal dieser Julian, ey, der ist doch sowas von mutig, ey. Alle wettern gegen den Trump, ja. Und er sagt einfach, ey, das, er war mein Vorbild, von dem habe ich so viel gelernt. Und ich finde auch, wir müssen es einfach ein bisschen trennen, ja, das, was man halt im Moment politisch macht, naja gut, darüber kann man streiten, ja, man muss sich alles für gut empfinden, aber hol dir doch einfach die Dinge raus, die ihr gut gemacht habt, die Dinge, genau, die mit dir kongruent sind. Ja. Er hat einfach einige Dinge super geil gemacht, ja. Sehr schön. Reisen, was war deine schönste Reise? Was könntest du einem Zuhörer empfehlen, wenn man sagt, ey, diese Reise musst du mal machen, das ist einfach der Hammer. Keine, ich bin nicht so der Reisetyp. Ehrlich? Also ich reise zwar viel, aber mich interessiert das Reisen an sich nicht so sehr. Also, okay. Also die Orte, ich bin auch kulturell, bin ich nicht interessiert und nicht sehr interessiert. Also, Malediven kann ich empfehlen, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ein schönes Fleckchen. Okay, siehst du, da war ich noch nie. Was ich immer empfehle ist, was du einmal in deinem Leben gemacht hast, ist eine Transatlantiküberquerung. Das solltest du einfach mal gemacht haben. Okay. Auf dem Schiff und da bist du 5 Tage nur Wasserhorizont, ja. Und dann siehst du 500 Meilen hinter uns, 3500 Meilen noch vor uns. Und wenn du dann so entdeckt bist und so diese Unendlichkeit siehst, plötzlich wirst du klein, plötzlich wirst du dankbar und du merkst, hey, du bist nicht immer riesig, du bist nicht der Mittelpunkt des Lebens, wie wir es oft mal sagen, sondern hey, das macht einfach was mit dir. Und ich mache das auch regelmäßig mit meinen Coachy-Leuten. Und da gehen wir über den Atlantik. Und das macht ganz, 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 ganz viel mit den Menschen. Also das kann ich jedem nur sehr, sehr empfehlen. Und die Leute sagen, Schiff ist scheiße, so ist langweilig. Nein, du kannst ja, hol dir halt eine anständige Kabine und du kannst auch für dich sein. Und da hast du einfach Zeit. Du hast Zeit ohne Ende, ja. Gibt es ein Hotel, Julian, wo du sagst, boah, das ist das schönste Hotel? Okay, spontan nicht, ha? Nee, auch nicht. Nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. In dem Fall Spa auch nicht, gell? Spa? Spa, ja. Wellness. Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, okay. Kann ich dir aber nur empfehlen, ist eine geile Sache. Schön entspannen und relaxen. Weißt du, wo ich am besten entspannen kann? Das ist echt im Jacuzzi. Ich liege manchmal stundenlang im Jacuzzi. Ja. Habe mein iPhone nebenbei und da habe ich so geile Ideen in dieser Entspannung und gebe das dann gleich weiter an meine Leute. Ja, super. So, jetzt sind wir in der Zielgerade. Eine Stunde ist vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Julian. Ich kann einfach nur jedem sehr, sehr, sehr empfehlen. Abonniert Julian bei Facebook, abonniert ihn in den anderen Social Media Kanälen, das hauen wir nachher dann alles in die Shownote rein und holt euch das Magazin. Was kostet so ein Jahresabo? Ich glaube 26 Euro oder sowas. Ne? Oder sowas. Wie, 26 Euro? Eine Ausgabe kostet ja nur 5 Euro. Wir sind ja viel zu günstig. Boah, das ist ja Wahnsinn, ey. Jetzt haben wir einen Pressure Point. Bald kostet es 9 Euro. Also jetzt nochmal zugreifen zum alten Preis. Zum alten Preis, Long Life oder nur für ein Jahr? Ja gut, das wird dann ab dem folgenden Jahr dann natürlich angepasst. Ja, super. Okay, auch das machen wir in die Show Note rein. Wie oft kommt dein Magazin? Quartalsmäßig. Machst du das irgendwann monatlich dann, oder? Wenn genug Leser da sind, die das regelmäßig haben wollen, klar. Okay. Ist das ein Geheimnis oder noch das Geheimnis? Wie viele Abonnenten oder Leser hast du im Moment? Was für eine Auflage? Wir haben in der Spitze 100.000 Leser pro Ausgabe. Wow, super. Und wo müssen wir hingehen, damit du jeden Monat kommst? Also wir arbeiten jetzt an 300.000. Das wäre schon wirklich so bunte Niveau. Okay. Das wäre schon sehr, sehr schön. Ja. Und dann wird es jeden Monat kommen oder brauchst du noch ein bisschen mehr? Das weiß ich gar nicht. Also ja, da bin ich weiß, jetzt. Das ist jetzt gemein, so Sachen zu fragen, oder? Zu wenig Betriebswirt. Aber monatlich wäre natürlich schon mal eine tolle Sache, wenn wir
wenn wir das hinkriegen würden, ja. Also ich würde mich einfach freuen. Also jetzt an die ganzen Zuhörer, bitte, 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 tu diesen Podcast raushauen, tu den verteilen, helft einfach mit, dass Julian hier ja monatlich das Magazin rausbringt. Ich finde das einfach cool und lernt einfach, was das Zeug hält. Ja, lieber Julian, die letzten wichtigen Sätze für die Zuhörer von dir. Von mir? Oh Gott. Ja. War jetzt auch wieder nicht drauf vorbereitet. Ja. So, das Abschlusswort. Das heißt, bevor wir gleich loslegen, du hast ja noch ein Goodie für die Zuhörer. Und sie dürfen kostenlos das neue Magazin online anschauen. Ist das richtig? Ja. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Geschenk. So, und jetzt Abschlusswort. Du, Abschlusswort, also ich glaube, Erfolg ist was ganz Individuelles und ich glaube, das darf man und muss man auch begreifen, dass Erfolg nicht irgendein System da draußen ist, sondern Erfolg ist etwas, was mir entsprechen muss und es muss mich glücklich machen und es muss überhaupt nicht das sein, was dich zum Beispiel glücklich macht. Und das darf jeder wirklich auch verstehen, dass Erfolg für ihn maßgeschneidert werden muss und er sich deswegen auch selbst auf die Suche machen muss da draußen, was passt zu mir, was passt zu meinen Werten, zu meiner Persönlichkeit und alles, was mir andere irgendwie überstülpen wollen, das musst du ablehnen und musst nur das annehmen, was zu deinem Glück dazu passt und das musst du dann ganz, ganz, ganz konsequent umsetzen. Wow, sehr, sehr schön. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja, lebt euer Leben. Ja, lebt es wirklich. Es ist so wertvoll, das Leben. Tausend Dank, lieber Julian, für deine Danke Zeit, dir, Ernst. Für deine Danke. Wundervollen Inputs. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, Gesundheit, Power, die Welt zu rocken und sie zum Stück besser machen. Alles Liebe an die Zuhörer. Bitte, bitte haut's raus, teilt's und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Alles Liebe. Tschüss, bye, bye. Bis zur nächsten Folge.